Hallo ihr Lieben, ich sitze hier heute mit dem Ansgar. Moin. Und den kennt ihr vielleicht schon aus dem Video Verliebt in den besten Freund. Wir hatten noch was gedreht, ne? Ja, Männlichkeitstest. Das stimmt, das stimmt. Also falls ihr diese Videos noch nicht gesehen habt, sind unten in der Infobox verlinkt. Heute geht es aber um ein ganz anderes Thema. Und zwar um das Thema Sex. Ich habe euch gefragt, was für Fragen ihr habt. Und es sind einige gewesen. Ansgar und ich werden das jetzt gemeinsam durcharbeiten. Ja. Und mit euch quasi über dieses Thema reden. Ich werde immer wieder gefragt und war eigentlich jetzt nicht ein Fan davon, so ein Video zu machen, weil es irgendwie weird ist. Ich kann dazu nicht viel zeigen auf YouTube. Dementsprechend habe ich gedacht, das reicht vollkommen als Podcast. Und dann hatte ich eine Podcast-Folge mit Hannah dazu gemacht, aber die gibt es jetzt nicht mehr. Und dann habe ich gedacht, ach komm, schnappst du dir den lieben Ansgar und wir quatschen jetzt mal darüber und hoffen, dass wir euch das ein klitzekleines bisschen näher bringen können, damit dieses Thema ein für alle Mal vom Tisch ist. Dann kann man sich dieses Video immer wieder und wieder angucken. Tom, ich hoffe, du hast Zeit mitgebracht. Dir wurden viele Fragen gestellt. Ich glaube, wir fangen lieber oben an, erstmal vorsichtig. Ne, vorsichtig Talk. Rantasten. Ja, das mit ist ein Padding. Thema, das kommt später, das kommt später. Okay. Wir fangen ganz oben an, wir lassen die Klamotten noch an. Eine Zuschauerin fragt, worin genau besteht eigentlich der Reiz am Analverkehr? Boah, warum gleich so eine schwere Frage? Ja. Tatsächlich gibt es einige Menschen, die keinen Analverkehr haben. Ich kenne auch schwule Pärchen, die tatsächlich keinen Analverkehr haben. Man kann auch anders miteinander Sex haben, Oralverkehr oder Petting bis zum Schluss oder gegenseitig masturbieren. Es ist tatsächlich so, dass Analsex nicht immer das ist, was jeder möchte und jeder präferiert. Es gibt tatsächlich auch welche, die sind dann eher in einer aktiveren Rolle und üben den aus. Und dann gibt es welche, die sind in einer passiven Rolle und die lassen es über sich geschehen, klingt so negativ. Die kassieren halt. Die genießen. Die genießen. Die bekommen gegeben. Ja. So. Die bekommen gegeben. Und tatsächlich ist es so, dass die Prostata, die beim Analsex stimuliert wird, auch ein, ja, wie eine Art G-Punkt ist. Das ist so eine erogene Zone quasi. Und dadurch ist es quasi angenehm für den einen oder anderen. Was man vielleicht auch dazu sagen sollte, nur weil zwei Männer miteinander ins Bett gehen, heißt es nicht, dass sie direkt immer und jedes Mal Analverkehr haben. True. Dazu kommen wir später nämlich auch noch, da gab es einige Fragen, weil das ist nicht immer so einfach, dass man von jetzt auf gleich mal eben so Analverkehr hat. Tatsächlich. Aber dazu können wir gleich abhaken, denn Analverkehr bei Schwulen ist ja die Sexmethode. Wie sieht das denn bei zwei Frauen aus, Tommy, als alter Frauenversteher? Was kannst du uns dazu sagen? Da kann ich tatsächlich genau das Gleiche zu sagen. Nicht immer ist ein Eindringen oder sowas erforderlich, um Sex zu haben. Das heißt, man kann das auch mit anderen Möglichkeiten hinbekommen. Und viel streicheln, viel berühren, das ist tatsächlich auch alles Teil vom Sex. Und ich hatte jetzt selbst noch keinen lesbischen Sex, aber da gibt es natürlich auch Spielzeuge wie Umschnall-Dildos, Strap-Ons und solche Möglichkeiten. Das heißt, und man kann seine Finger benutzen, dass es tatsächlich da die Möglichkeit gibt, trotzdem zum Höhepunkt zu gelangen. Und das ist natürlich immer einfacher, wenn man das mit dem Partner bespricht, was der Partner gerne möchte. Und ich weiß jetzt nicht, warum ich auf dich gezeigt habe, aber wir können ja gerne mal. Wir können gerne über lesbischen Geschlechtsverkehr reden. Ich glaube, wir sind aber beide nicht die Experten. Richtig. Deswegen am besten immer mit dem oder der Gegenüber sprechen und dann sich gemeinsam einig werden, was gefällt und was nicht. Kommen wir aber, glaube ich, zu dem Feld zurück, wo wir beide uns besser auskennen, nämlich Geschlechtsverkehr unter Männern. Ganz oft wurde die Frage gestellt, was ist denn das richtige Alter? Wann war das erste Mal? Wann sollte man nicht? Tatsächlich kann man nicht ein Alter festmachen und sagen, mit dem und dem Alter musst du dich geoutet haben, da musst du auch Sex gehabt haben. Das ist bei jedem und bei jeder unterschiedlich. Tatsächlich ist es so, solange es legal ist, ist es auf jeden Fall in Ordnung. Ich glaube, Sex darf man ab 13 haben, aber dann darf der Partner nicht über 13 sein. Braucht es auch das Einverständnis der Eltern. Genau, ist alles so ein Prozess, aber dazu alles nochmal unten in der Infobox verlinkt, ab wann Sex legal ist und wie das alles zu funktionieren hat. Ich sag immer, sobald man sich bereit fühlt dazu. Ich selbst hatte mit 17 mein erstes Mal und habe mich gefühlt, als wäre ich super spät dran, weil alle meine Freunde um mich herum hatten alle schon Sex und hatten alle schon eine Freundin und ich hatte halt keinen Schwulen, den ich fragen konnte, wie Sex funktioniert. Ähnlich wie bei einigen da draußen von euch, die sich dann an mich wenden und dann halt solche Fragen stellen, weil mit wem bespricht man das? Also Analsex wird in der Schule nicht thematisiert und man ist eigentlich immer darauf angewiesen, dass der Partner, mit dem man das dann vollziehen möchte, dass der schon Erfahrung hat und einen darüber ein bisschen unterrichtet. Und gerade wenn du deinen ersten Freund dann hast und du bist auch für ihn der erste Freund, ist es schwierig. Ja. Ich glaube, die wichtigen Punkte, die du gesagt hast, sind das gesetzliche Alter und dass beide bereit dafür sind. Ja. Man darf sich da überhaupt nicht drängen lassen. Ja. Weder, dass dein bester Freund sagt, oh, du hast noch nicht,
oder dass dein Freund sagt, ich will unbedingt. Gerade bei Männern, gerade bei Analverkehr, ist es eine Sache von absolutem Vertrauen. Total. Und dass man sich drauf einlassen kann. Richtig. Und deswegen lasst euch da nicht unter Druck setzen und guckt auch nicht nach rechts und links, wann haben die anderen oder wie haben die anderen, sondern hört da ganz total auf euch. Also wenn ihr euch bereit fühlt und einer Person euch wirklich hingeben wollt und diese Person wirklich liebt, dann sagt ihr, hey, mit dir kann ich mir das vorstellen, aber ich bin selbst noch nicht in dieser Situation gewesen und vielleicht können wir uns da gemeinsam vorsichtig rantasten. Vorsichtig rantasten, schönes Stichwort. Du bringst mir praktisch die Überleitung. Du hast einige Fragen bekommen zum Thema Pornos, Pornosucht, aber auch, ob Pornos eine gute Vorbereitung sind für Analverkehr. Und jetzt stellen wir uns mal vor, wir sind in der Situation, beide noch Jungfrau. Du bist mein erster Freund, ich bin dein erster Freund. Würdest du sagen, dass Pornos eine gute Vorbereitung für den männlichen Analverkehr sind? Ähnlich, passend zu dem Thema, habe ich letzte Woche ein Video auf dem Kanal online gebracht, wo es um Penisgrößen geht. Und tatsächlich habe ich da auch gesagt, Pornos vermitteln ein komplett falsches Bild, wie es zu funktionieren hat. Erstmal sind die Dimensionen ganz anders, alle sind überdurchschnittlich proportioniert im Intimbereich. Tatsächlich ist es aber absolut keine realistische Vorstellung, wie Analsex zu funktionieren hat. Im Gegenteil, es lässt alles so unglaublich visuell aussehen, aber tatsächlich sind diese Positionen, in denen dieser Sex stattfindet, überhaupt nicht bequem für die Leute, die ihn ausüben. Deswegen kann ich mir solche Pornos zum Beispiel auch gar nicht angucken, weil ich finde, das sieht unbequem aus. Ich so, ja, der kann gar keinen Spaß haben. Der stöhnt jetzt, der tut so, als wenn es ihm gefällt, aber letztendlich in so einer Position kannst du gerade gar nicht genießen, weil es sau anstrengend ist, sich so zu halten. Und deswegen gucke ich das auch mit einem ganz anderen Auge. Also guckt euch da nichts ab. Aus Neugier kann man da mal zuschauen, aber so funktioniert das letztendlich überhaupt nicht. Ja, vor allem wird da unglaublich viel geschnitten und so ist es im echten Leben nicht. Es ist nicht so, dass du rumknutscht und zack, liegst du nackt im Bett. Da passiert noch eine Menge zwischen, da kommen wir gleich zu. Aber eine Sache noch zu den Positionen, finde ich großartig, dass du gesagt hast. Die sind ja alle so ausgelegt, dass ein Dritter zuschauen kann und den bestmöglichen Einblick hat. Im Normalfall hast du das ja nicht. Da hast du ja dich und möchtest den Partner genießen. Ja. Und dementsprechend hast du auch ganz andere Stellung und ein ganz anderes Tempo. Und da kann jeder, glaube ich, für sich was finden, was er bequem findet. Jeder hat eine eigene Lieblingsstellung. Aber niemand sollte sagen, wir machen jetzt genau das, was ich da gesehen habe. Das ist ein super Lehrvideo. Ja. Aber ich habe es eben gerade angesprochen. Da gibt es viele Schnitte, da passiert viel zwischen. Und zwar das, was man in einem Porno vielleicht eher nicht zeigen möchte. Denn Analverkehr ist Arbeit, Arbeit, Arbeit. Ja. Und jetzt haben wir eben vor dem Dreh kurz drüber geredet. Ich bin eher der aktive Part und ich verpasse unglaublich viel, was da eigentlich, ich sag mal, hinter der Kulisse passiert. Was hinter den Kulissen passiert. Ja, man fängt an und knutscht ein wenig rum und dann möchte man ins Bett gehen. Und dann heißt es, warte mal kurz, ich gehe einmal ins Bad. Aber dann nimmt sich der passive Part in der Regel eine halbe Werkzeugkiste mit, verschwindet im Bad und 20 Minuten später kommst du wieder auf so einem Regenbogen reingerutscht und dann geht's weiter. Ich habe absolut keine Ahnung, was da eigentlich passiert. Und ich glaube, vielen anderen geht's auch so, denn die Frage kam häufiger. Wie bereitet man sich auf Analverkehr vor? Tatsächlich beginnt der Sex nicht einfach plötzlich im Schlafzimmer, sondern der Sex passiert eigentlich schon, also die Vorbereitung für den Sex passiert eigentlich schon vorher. Letztendlich kommt es immer darauf an, über welchen Sex wir sprechen. Reden wir jetzt über einen One-Night-Stand und ich reiße mir irgendjemand im Club auf oder geht es tatsächlich um das erste Mal? Ich glaube, wir reden als allererstes mal über das erste Mal. Und da ist es tatsächlich so, dass sich beide Parteien und sich beide Seiten, der Aktive als auch der Passive, sich darüber im Klaren sind, was für eine Art Sex das ist. Im Idealfall hat man darüber geredet, man tauscht sich aus, was für Vorlieben man hat und was man schön findet und was man nicht schön findet und dann probiert man gemeinsam aus. Und tatsächlich ist es so, dass es dadurch, dass es halt Analsex ist, dass es halt auch irgendwie diesen Ruf hat, eine schmuddelige Angelegenheit zu sein. Wenn man sich richtig vorbereitet, dann ist das absolut überhaupt gar kein Problem. Dennoch sollte man ein Handtuch drunter legen, weil es einfach, da fühlt sich einfach jeder mit wohl und es ist einfach irgendwie sicherer und macht halt irgendwie keine Sauerei. Aber im Wesentlichen ist es so, wenn der aktive Part zum Beispiel einen überdurchschnittlich großen Penis hat, dann ist es notwendig, dass man sich mehr vorbereitet, als wenn der aktive Part einen durchschnittlichen oder einen unterdurchschnittlich großen Penis hat. Weil der kann quasi gar nicht rein theoretisch tief genug eindringen, als dass es irgendwie eine schmuddelige Angelegenheit wird. Das heißt, wenn du als Passiver dich vorbereiten möchtest, sei dir sicher, dass du vorher einfach auf Toilette warst und nicht mehr musst. Das ist dann schon mal das Beste, was man machen kann, quasi. Das ist so die schnelle Vorbereitung. Wenn du weißt, du musst gerade nicht auf Toilette,
du bist leer, dann kann der Sex tatsächlich stattfinden. Es sei denn, man möchte ein bisschen längeren Sex haben oder der Aktive ist überdurchschnittlich bestückt, dann sollte man sich ein bisschen mehr vorbereiten. Und zwar gibt es dafür Analduschen. Mhm. Das sind solche Aufsätze, die man kaufen kann. Gibt es auch schon super günstig. Die schraubt man auf seinen Duschaufsatz drauf. Das macht sich irgendwie so viel voll und dann füllt man sich das hinten rein. Es ist kein schönes Thema, aber man muss ja auch irgendwie darüber reden. Dann wartet man 5 Minuten und dann lässt man das in der Dusche oder über der Toilette quasi wieder raus. Das ist quasi wie ein kleiner Einlauf letztendlich, wenn man das betrachtet. In der Naturheilkunde sagt man tatsächlich auch, dass es super gesund ist, regelmäßig Einläufe zu machen, einfach damit man den Körper durchspült. Deswegen sage ich jetzt einfach mal, das ist was sehr Gesundes, das tatsächlich zu machen. Man soll nicht zu viel Wasser nehmen, also tatsächlich immer nur so viel, wie in diesen Duschen vorgegeben ist. Wenn man etwas erfahrener ist, braucht man diese Aufsätze nicht, da kann man auch einfach seine Duschbrause abschrauben und einfach den Strahl benutzen. Aber das würde ich tatsächlich wirklich nur empfehlen, wenn man damit schon mehr Erfahrung hat. Genau, und das machst du quasi vor dem Sex und dann kann das tatsächlich quasi losgehen. Wenn man zu viel benutzt, dann kann es sein, dass dann beim Sex dann mal ein Schluck Wasser mit rauskommt. Aber das ist tatsächlich, je mehr man sich darauf vorbereitet, desto besser funktioniert es. Und nach dem 6. Mal weiß man da auch schon genau, wie es am allerbesten funktioniert. Aber dadurch, dass sich beide Parteien darüber bewusst sind, was für ein Sex das ist, ist es nicht schlimm, wenn es mal schmutzig wird oder sowas. Genau, das ist der Punkt, den, glaube ich, der Aktive in der Vorbereitung machen kann. Ich habe gelernt, gekürzte und geschliffene Fingernägel. Auf jeden Fall. Weil das einfach viel, viel angenehmer ist, weil es eine sensible Zone ist. Duschen ist nicht schlecht, als kleiner Tipp, hilft auch mal. Ja, man sollte auf jeden Fall duschen. Es ist eine sehr körperliche Sache, wo das einfach besser ist, wenn der eine schon sauber ist, der andere auch ist. Und eben nicht nur die Geduld, sondern auch das Verständnis, wenn etwas mit rauskommt. Das ist völlig normal bei dieser Form von Sex. Und ich glaube, es gibt für den passiven Part in dem Moment, ist das schon eine echt blöde Situation, nichts Schlimmeres, als wenn der Aktive dann nicht so gut drauf reagiert. Ja. Darum habt Verständnis dafür, das ist völlig normal. Und dann, wenn beide mit Verständnis umgehen, dann ruiniert es auch nicht direkt die Stimmung. Zum weiteren Schritt der Vorbereitung zählt auch, dass man nicht einfach zack Sex haben kann. Man wird logischerweise nicht feucht da hinten. Das heißt, man sollte auf jeden Fall dafür sorgen, dass man genug Gleitgel dabei hat, dass es halt irgendwie auch funktioniert. Und dass man nicht sofort einfach Anlauf und rein, sondern dass man quasi sich darauf einlässt. Weil dadurch, dass es ein Muskel ist, muss dieser Muskel sich auch entspannen. Man kann halt wirklich nur Analsex haben, wenn man sich wirklich hingibt und wirklich Lust darauf hat und das wirklich machen möchte. Und dann lässt man sich darauf ein. Da kann man mit Spielzeugen oder mit dem Finger quasi vorher spielen, um zu gucken, dass es halt irgendwie funktioniert und man ja genug gedehnt ist, dass es halt nicht einfach wehtut. Weil sonst kann es halt zu Verletzungen kommen. Und da ist es für den Aktiven sehr wichtig, wenn er seinem Partner helfen möchte, dass er das in dringender Absprache mit seinem Partner macht. Denn ich weiß nicht, wie es dir geht, was dir gefällt und was sich gut anfühlt und vor allem, was sich nicht gut anfühlt. Und weil das so eine sensible Zone ist, muss man da immer stets kommunizieren. Richtig. Eine Frage, die weitergeht zum Thema Spielen, nämlich, was ist denn, wenn mittendrin das Gefühl ist, dass ich vielleicht doch auf Klo müsste? Tatsächlich ist es genau das, was ich jedem raten würde, über alles reden. Jetzt keine Ahnung, nicht den Sex unterbrechen und sagen, ich muss mal ganz kurz scheißen. Sondern tatsächlich so, hey, ich müsste noch mal ganz kurz ins Bad. Ich sag dir wirklich, dein Gegenüber hat dafür Verständnis. Weil es gibt halt nichts Blöderes, als wenn dann irgendwie eine unangenehme Situation nicht angesprochen wird und der andere fühlt sich deswegen noch unwohler, sondern dass man einfach sagt, hey, ich müsste noch mal ganz kurz irgendwie ins Bad. Und der andere wird nicht fragen, was willst du denn da? Vor allem, was ist die Alternative? Denn ich habe mir sagen lassen, in der Regel, wenn du das Gefühl hast, du musst auf Klo, dann musst du auch auf Klo. Ja, dann geht man aufs Klo. Und da ist es nicht, dass du sagst, ach nee, das halte ich lieber drin, es wird schon klappen. Ja, wird es in der Regel nicht. Und dann ist das immer noch unangenehmer als dieses kurze Gespräch. Jetzt gehen wir davon aus, wir sind mitten im Geschlechtsverkehr und wir beide jetzt? Okay, davon gehen wir jetzt mal aus. Wir kommen jetzt einfach mal dafür aus, das Video. Und jetzt geht es aber um das Thema Geschlechtskrankheiten, weil ja. Verhüten brauchen wir in dem Sinne nicht. Ich kann dich nicht schwängern. Mhm. Jedenfalls nicht, dass mir das bewusst wäre. Muss ich denn dann gar nicht verhüten, Tommy? Verhüten? In dem Sinne musst du nicht, aber auf jeden Fall solltest du dich schützen, weil du weißt nie, was für Krankheiten dein Gegenüber haben kann, vielleicht auch unbewusst. Ich weiß nicht, ob es jetzt unbedingt notwendig wäre, das vor dem allerersten Mal zu machen, wenn man noch nie Sex hatte und beide Parteien hatten das noch nicht. Ich glaube, dann ist es halt ein bisschen was anderes. Trotzdem sollte man sich immer über seinen Status bewusst sein, ob man jetzt HIV-positiv ist, ob man Syphilis hat, ob man Chlamydien hat. Das kann man alles testen lassen. Und ich habe tatsächlich vor... ich habe einen Monat ein komplettes Screening gemacht, weil es mich interessiert hat, was kann alles getestet werden. So, Hepatitis wurde mitgetestet, obwohl ich gegen A und B geimpft bin. Es wurde halt alles einfach einmal durchgetestet, damit ich mir selbst mal so einen Überblick verschaffe, was ist denn alles so in meinem Körper, was kann man alles haben. Und es gibt
unheimlich viele Geschlechtskrankheiten. Und die beste Methode, sich davor zu schützen, ist einfach das Kondom. Das ist nicht zu 100% sicher für alles, aber das ist die sicherste Methode, wie man sich gegenseitig schützen kann. Die sicherste und einfachste. Ja. Und dieses Thema Sexualkrankheiten, ich glaube, das ist nochmal ein eigenes Video wert, aber da gibt es unglaublich viele Anlaufstellen, auch gerade innerhalb der Szene, von Leuten, die so denken wie du, die so fühlen wie du, wo du auch keine Angst haben musst, wo man mit Fragen hingehen kann und auch hingehen sollte. Mhm. Das ist ein Thema, was man nicht sagen sollte, es juckt im Schritt, ich warte mal lieber ab, das geht schon weg. Das sind Punkte, einfach auch dem Partner zuliebe, das sollte man immer wissen. Und richtig. So wie du, ich möchte auch regelmäßig eigentlich wissen, wie geht es meinem Körper. Und das ist so, sobald sich irgendwas bei euch untenrum nicht in Ordnung anfühlt, ist es vollkommen okay, den Arzt zu fragen. Selbst wenn man sich nicht traut, mit den Eltern darüber zu sprechen, sagt man halt einfach, man kann halt beim Arzt anrufen oder sich darüber informieren oder halt dem Arzt Bescheid sagen. Beim nächsten Routine-Check wird dann einfach gesagt, ja, und ich habe da ein Problem und so. Und der guckt sich das an. Vor allem Ärzte haben jeden Tag damit zu tun. Für die ist das nichts Unnormales oder nichts Unangenehmes. Sondern es ist tatsächlich wirklich einfach super wichtig, dass man mit seinem Körper irgendwie im Reinen ist und dass man genau weiß, was untenrum stattfindet. Nächste Frage, die dann gestellt wurde, wenn man jetzt zum Ende kommt, wie ist es, wenn ich nicht komme? Also muss ein Happy End immer sein? Ich glaube, das liegt bei jedem selbst oder bei jeder. Jeder, der Sex hat, kann das selbst für sich entscheiden. Wichtig ist, dass man klar mit dem Partner kommuniziert. Wenn der Partner fertig ist und du selbst bist noch nicht fertig, aber du würdest gerne, dann kannst du ja sagen, hey, ich bin noch nicht fertig, wollen wir das noch zusammen zu Ende bringen? Ich finde es immer fair, wenn man sich gemeinsam darüber im Klaren ist, so wie das irgendwie stattfindet. Ich habe Tage, da ist es mir egal, ob ich jetzt gekommen bin oder nicht. Und es gibt Tage, hey, da möchte ich halt auch zum Höhepunkt kommen. Und dann kann man das mit dem Partner halt einfach besprechen. Und wenn der dann nicht mehr kann, weil er schon gekommen ist und dann schon schlapp ist, dann ist es trotzdem so, dass man ja immer noch Hilfsmittel benutzen kann, Spielzeuge benutzen kann, seine Finger benutzen kann, seinen Mund benutzen kann, dass man irgendwie trotzdem die Möglichkeit hat, gemeinsam zum Höhepunkt zu kommen. Und ich glaube, das hat nicht nur einen rein Analsex-Fokus, dass man dann kommt, sondern dass es halt irgendwie generell als Partnerschaft irgendwie funktioniert und dass man quasi auch mit den Händen zum Höhepunkt kommen kann. Das ist ja auch Sex. Eben, und man fängt es gemeinsam an, dann kann man es im besten Fall auch gemeinsam abschließen. Also wenn dein Partner schon gekommen ist, zum Beispiel der Aktive und der Passive ist noch nicht gekommen, dann ist es einfach nur eine gute Geste, sage ich mal, wenn du deinem Partner noch hilfst, weil du möchtest ja auch, dass er genauso viel Spaß daran hatte wie du auch. Umgekehrt ist es aber so, wenn der Passive gekommen ist und der Aktive noch nicht fertig ist, sollte der Aktive auch Verständnis dafür haben, dass dann der Analsex zum Beispiel enden muss. Weil nicht jeder, der passiv ist, kann dann noch weiter, sondern dann wird es unangenehm oder tut vielleicht sogar im schlimmsten Fall weh. Wo wir auch gleich zum nächsten Punkt kommen, zum Thema Verletzungen. Oh ja. Es gibt natürlich, die Frage habe ich auch schon gesehen, es gibt tatsächlich dummerweise halt auch Verletzungen, wenn man das zu schnell macht oder es nicht genug Gleitgel dabei war, dass Analfissuren entstehen. Das heißt, dass da kleine Risse in der Schleimhaut entstehen. Dann sollte man den Sex auf jeden Fall sofort abbrechen und auf jeden Fall ordentlich reinigen mit warmem Wasser und pH-neutraler Seife. Aber wenn es dann schlimmer wird und sich entzündet, dann auf jeden Fall zu einem Arzt gehen. Und da gibt es auch tolle Salben, die man benutzen kann. Eigentlich alle Salben, die für Schleimhäute gedacht sind, kann man sich auch auf eine Analfissur geben. Aber sehr gut, dass du Verletzungen und Schmerzen ansprichst, denn es heißt hier immer wieder, was ist, wenn dieser Erstschmerz vom ersten Mal, wenn der nicht weggeht, wenn ich den immer und immer wieder habe? Was ist, wenn Analverkehr nach wie vor für mich wehtut? Dann ist Analverkehr vielleicht gar nicht die richtige Methode für die Person, wenn es einem wehtut. Oder man macht es nicht richtig. Deswegen sage ich ja, wenn man sich komplett entspannt, selbst ausprobiert, selbst mit dem Finger mal guckt, was ist für eine Dicke, was ist in Ordnung, wie fühlt sich das an? Und man kann sich halt auch, wie gesagt, Spielzeuge bestellen, um zu gucken, ist Analsex überhaupt irgendetwas für mich? Und wenn man sich komplett darauf einlässt, dann entspannt man sich so sehr, dass es vielleicht auch gar nicht wehtun muss. Ich hatte zum Beispiel beim ersten Mal überhaupt keine Schmerzen. Weil ich einen Freund hatte, der erfahren war und mir das genau beibringen konnte. Und ich war so lange nicht bereit für den Sex. Und ich glaube, wir waren weit über 3 Monate zusammen, bis wir überhaupt das erste Mal Sex hatten. Weil ich wollte mich halt darauf einlassen. Ich wollte, dass es langsam vonstatten geht und dass ich dem Gegenüber komplett vertrauen kann. Und deswegen war mein erster Sex von dem her überhaupt nicht unangenehm. Ich glaube, das ist gerade für den Passiven auch ein wichtiger Teil, dass du eben dieses Vertrauen hast, denn sonst verkrampfst du und dann kann es dir nicht gefallen. Richtig. Und noch ein Thema, Enge, wurde auch mal gefragt. Mhm.
auch da gibt's unterschiedlich. Jeder Körper ist anders gebaut. Sei dir bewusst, wie du gebaut bist. Es gibt Menschen, die können vielleicht von jetzt auf gleich Analverkehr haben, ohne irgendwie groß vordehnen. Und es gibt Menschen, die müssen nur mal länger vordehnen. Darum teste deinen Körper aus. Probiere, was gefällt dir, was brauchst du, was ist wichtig, wie viel Gleitgel brauchst du. Mhm. Sowas solltest du wissen und kannst dir auch mit deinem Partner ausprobieren, ohne direkt Sex zu haben. Das klingt jetzt so wie so ein wahnsinnig ernstes Thema, aber es ist super schön. Und vor allem, wenn man gerade mit dem Partner darüber spricht, was einem gefällt und was einem nicht gefällt, dann gemeinsam daran zu wachsen, dass der Sex immer besser und immer toller wird und aufregend bleibt und sich das irgendwie vielleicht auch gegenseitig aufregend gestalten lässt, dann ist es was Wunderbares. Aber man sollte immer, nicht nur bei Schmerzen, sondern immer im Dialog mit seinem Partner sein. Vielleicht nicht unbedingt währenddessen, also wenn es wehtut, oder auf jeden in Fall währenddessen. Form. Genau, aber dann schön genau. Nicht so, jetzt müssen wir die Position machen. Und jetzt in die Position. Und 3, 2, 1, in die Position. Nein, es sei denn, man steht drauf. Aber tatsächlich bei Schmerzen immer direkt ansprechen. So, hey, im Moment, das tut gerade weh. Oder ansonsten danach so, hey, das nächste Mal können wir das und das noch ausprobieren. Und hättest du Lust, das und das mal zu machen? Ich finde, es gibt nichts Besseres, als wenn man sich mit dem Partner darüber austauschen kann. Weil, woher soll der Aktive wissen, wie sich es für den Passiven gerade anfühlt? Ist man zu schnell? Ist es dieses Bam, 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 Bam? Oder ist es angenehm und fühlt sich gut an? Das ist halt auch immer noch die Frage. Und auch während des Sexes kannst du deinem Partner viele nicht-verbale Signale geben. Gefällt dir das jetzt oder gefällt dir das nicht? Als Aktiver kannst du darauf hören. Wie reagiert jetzt mein Partner? Gefällt ihm das sehr? Dann kann ich davon mehr machen. Gefällt ihm das weniger? Probiere ich vielleicht was anderes aus. Ja. Es ist nicht so klinisch, wie es klingt, denn letztendlich macht Sex in der Regel immer Spaß oder sollte immer Spaß sollte machen. Sollte auf jeden Fall immer Spaß und machen. Und gerade das Ausprobieren, du lernst einen neuen Partner oder vielleicht auch deinen Körper kennen. Und das ist immer was Schönes und da kannst du dann immer in deinem Tempo weitergehen. Aber wichtigste Regel, es sollte eigentlich immer Spaß machen, weil darum geht es am Ende auch. Sex ist irgendwie gefühlt, finde ich, immer was total Aufregendes. Und ich meine, ich bin zwar erst seit kurzem verheiratet, aber schon seit 11 Jahren in der Beziehung. Und ich glaube, ich sehe meinen Mann immer noch nicht mit den Augen wie am ersten Tag, ich bin nur noch verliebt wie am ersten Tag, sondern es ist so, wenn ich ihn sehe, weiß ich, wir können tollen Sex zusammen haben. Und dann weiß ich auch genau, was ich bekomme und er weiß, was ich mag und ich weiß, was er mag. Und das ist so, es funktioniert schon total nonverbal, weil man dann immer mal wieder neue Sachen versucht mit einfließen zu lassen und später sagt man dann so, ja, hat das gefallen. Mit Vertrauen hat man den besten Sex. Das ist tatsächlich so. Und auch nach all den Jahren kann man sich noch irgendwann mal wieder überraschen. Mal Neues ausprobieren. Man muss nicht irgendwo einschlafen, sondern sagen, wie wär's? Das war dann die nächste Frage, die dann kam. Thema Fetisch hat ja auch viel mit Sex zu tun. Ja. Ich glaube, das stelle ich einfach so offen in den Raum. Thema Fetisch. Wie beeinflusst du Sex? Muss guter Sex Fetisch-Sex sein? Auf jeden Fall. Nein, Quatsch. wenn man darüber spricht, und es beiden Seiten gefällt und es legal ist, ey, dann macht das doch. Also wenn es da jetzt etwas gibt, worauf man richtig Lust hat und der Partner möchte das nicht machen, versucht Wege zu finden, wie ihr es zumindest mal gemeinsam ausprobieren könnt oder Regeln zu erfinden, dass ihr das vielleicht trotzdem genießen könnt und dann ist der Partner halt irgendwie nicht dabei oder schaut nur zu. Und es gibt immer viele Möglichkeiten und Fetische müssen zueinander passen. Und im Idealfall datet man sich so und harmoniert so miteinander, dass man auch auf die gleichen Sachen steht und die gleichen Sachen toll findet. Noch eine Frage, die reinkam, Thema Kondom, macht das wirklich so einen Unterschied? Ist es nicht besser ohne? Als Passiver kann ich sagen, dass es tatsächlich für mich keinen Unterschied macht. Das fühlt sich jetzt nicht irgendwie arg unterschiedlich an. Ich weiß nicht, wie es als Aktiver aussieht. Ich glaube, das hängt ganz stark von dir ab. Also erstens ist wichtig, dass du die richtige Kondomgröße hast. Damit fängt schon viel an. Ja. Du willst kein zu großes Kondom haben, was abrutscht, gerade in so einem engen Bereich, denn dann ist der Schutz gleich nichtig. Ja. Du willst kein zu enges Kondom, das kann dir das Blut abschnüren und kann zu Erektionsproblemen führen und das ist in solchen Situationen sehr, sehr unangenehm, gerade wenn du anfängst damit. Darum mach dich auch da erstmal bekannt mit deinem Penis und check, welche Größe du brauchst. Und dann, glaube ich, mit genügend Gleitgel, damit dieses Material auch gut reinrutscht, macht das keinen allzu großen Unterschied. Aber es ist so wichtig für den Schutz. Erstens vor Krankheiten und ein Thema, was wir noch gar nicht angesprochen haben, bei Analverkehr. Wenn der Partner nicht ganz sauber ist, dann können Darmbakterien natürlich beim Aktiven in die Harnröhre kommen. Das kann zu ganz bitterbösen Infektionen kommen, die nichts mit Geschlechtskrankheiten an sich zu tun haben, aber die unglaublich wehtun. Und auch da wieder natürlich drüber reden, zum Arzt gehen. Das kann in den besten Ehen passieren. Aber auch dagegen schützt ein Kondom im besten Fall. Es ist wie eine Frage, kennst du den Partner? Habt ihr euch beide vielleicht testen lassen? Mag er es mehr, mag er es weniger? Ich glaube, das
muss man selber dann bewerten. Und vor allem, wenn man gerade jetzt zum Beispiel als Passiver nicht so die große Zeit hat, sich vorzubereiten, dann ist es halt auch so ein hey, wenn du jetzt noch gern Sex haben würdest, dann sollten wir es mit Kondom machen, weil ich habe jetzt nicht die große Zeit gehabt, mich vorzubereiten. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Sobald beide Parteien wissen, worauf sie sich da einlassen, dann ist es da halt absolut überhaupt kein Problem. Und wie ich das vorhin schon angesprochen habe, es kommt auch immer ein bisschen darauf an, welchen Sex man jetzt haben möchte. Mhm. Einen One-Night-Stand, den man sich einfach auf einer Party aufreißt oder für den man sich einfach verabredet, das bereitet man natürlich nochmal anders vor. Da weiß ich, ich treffe mich jetzt und ich habe jetzt Sex mit einer Person. Viele essen dann den Tag über zum Beispiel nichts, damit der Darm schön leer ist und keine Ahnung was. Das finde ich absolut furchtbar. Es ist für den Körper nicht gesund, auf Mahlzeiten so lange zu verzichten und sich quasi so dahin zu hungern, quasi, dass man abends irgendwie Sex haben kann. Bereitet euch einfach irgendwie zeitnah darauf vor, und wenn der Gegenüber halt keinen Bock darauf hat, weil ihr nicht perfekt vorbereitet seid oder nicht, dann ist vielleicht der Sex zwischen euch beide auch nicht wichtig jetzt gerade in dem Moment. Ja. Beide müssen sich halt total wohlfühlen. Lasst euch zu nichts zwingen, und wie erst bei dem Thema Fetisch, lasst euch aber auch nicht unterdrücken. Also wenn ich unbedingt etwas ausprobieren möchte und mein Partner will es einfach nicht, dann redet darüber, denn in einer guten Beziehung kann man alles einmal ausprobieren. Es sei denn, man möchte unterdrückt werden, weil das Teil eines Fetischs ist. Das ist dann auch. Dann ist es dann natürlich erlaubt, aber wie gesagt, da wieder ein Safe Word ausmachen und Kommunikation und Reden. Kommunikation ist da alles, ja, genau. Ja. Und Vertrauen. Das stimmt. Sind immer dieselben Grundthemen. Analverkehr bedeutet eigentlich nur, kenne deinen Körper, kenne deinen Partner, kommuniziere und vertraue ihm. Ja. Ich glaube, das ist bei jedem Sex so. Solange man sich mit sich selbst beschäftigt und seinen Körper selbst kennenlernt, dann kann man dem anderen auch quasi wie eine Bedienungsanleitung geben und sagen, darauf stehe ich, das finde ich schön und das geht für mich gar nicht. Wir haben also gerade die Formel für erfolgreichen Sex entschlüsselt. Wir sollten sofort ein Buch schreiben. Das passt gut zur nächsten Frage, nämlich wann wird die Aufklärung in Schulen endlich besser und diverser? Ja, das hatte ich vor dem Video gesagt, weil ursprünglich wollte ich die Fragen einzeln selbst vorlesen und selbst beantworten. Und da ich noch was anderes mit Ansgar drehe, habe ich gesagt, hey, hättest du Bock, das mit mir gemeinsam zu machen? Weil es irgendwie immer einfacher ist, das im Dialog zu klären. Und da haben wir vorab halt von vornherein auch schon gesagt, es ist so wichtig, weil Analsex wird in Schulen überhaupt nicht thematisiert. Nee. Es wird darüber geredet, dass es Homosexualität gibt und dass sich auch zwei Männer lieben können. Aber was da stattfindet und wie das stattfindet und dass auch Frauen Analsex haben können und dass es vollkommen in Ordnung ist, das wird halt nicht thematisiert. Also ich weiß nicht, was für einen Sexualkundeunterricht du hattest. Bei mir wurde Analverkehr oder schwuler Sex gar nicht erst thematisiert. Ich war auch auf einer katholischen Schule, das hat vielleicht einen anderen Hintergrund. Dabei wissen wir doch, dass Analsex der Sex ist, den Gott nicht sehen kann. Das ist das Loophole. Darüber wird ja auch nicht geredet. Das steht irgendwo auf der letzten Seite im Programm. Nein, aber es ist so wichtig, gerade wenn du jung bist und noch keine schwulen Kontakte hattest oder keine schwulen Freunde und jetzt nicht auf Tommys Videos schon gestoßen bist und dich darüber aufklären lassen kannst. Gestoßen, Entschuldigung. Wir sind im Thema drin, wir stecken ganz tief in der Materie. Nein, das ist so wichtig, dass du dann wenigstens da, wo man dir die Grundsachen fürs Leben mitgibt, dass man auch dir, der du vielleicht anders bist oder dich ein bisschen anders fühlst als die anderen, dass man dir das Grundwerkzeug mitgibt. Und wir haben ja gerade festgestellt, diese Grundsachen für jeden erfolgreichen Sex, den kannst du haben, wenn du pan, bi, schwul, was haben wir noch alles, hetero. Wenn du Homo auch. Ja, Homo auch, ja. Also darum, das kannst du immer gebrauchen. Und darum dieses, es gibt Mann und Frau, Bienchen und Blümchen, das ist einfach aus der Zeit raus. Und das vermittelt auch für straighte Paare nicht, dass ich muss meinem Partner vertrauen und so doof es klingt, wenn du vielleicht straight bist und du hörst zu. Nimm dir vieles dafür auch mit. Analverkehr geht auch in Heteropaaren. Richtig. Vor allem in beide Richtungen. In beide Richtungen, das ist nämlich genau das Ding. Ja. Nur weil ein Mann auf Analsex steht, den er bekommt, also als passiver Part, dass die Frau mit ihm Analsex hat, heißt es nicht, dass der Mann schwul ist. Nein, er hat einfach nur den G-Punkt entdeckt, den er für sich als stimulierend empfindet. Und das ist was vollkommen Cooles. Also deswegen, probiert euch aus. Das ist halt das Beste, was man irgendwie sagen kann. Also ganz böse Zungen sagen ja auch, warum hat Gott den männlichen G-Punkt ins Arschloch gepackt? Ja. Wir können darüber nur streiten, warum er da ist, aber er ist da. Ich finde es gut, dass er da ist. Und auch die gesamte Zone drumherum ist ja sehr erregbar. Ja, ist eine erogene Zone. Voller Nervenenden. Ja. Darum, ich glaube, dieses Stigma muss man nur loswerden. Dieses, es ist Analverkehr, das ist böse oder das ist schwul, das geht gar nicht. Schöne Frage nebenbei, wenn man geklont wird und dann Sex mit sich selber hat, gilt das noch als Masturbation? Vermutlich nicht, das wäre vermutlich aber Inzest, weil das ist ja wie ein Zwillingsbruder. Also letztendlich Finger weg davon. Noch eine Frage, die reinkam, wir haben erst über Partys geredet und vielleicht über One-Night-Stand. Tommy, wie ist es, betrunken Sex zu haben? Ich möchte jetzt nicht sagen, dass ich noch nie betrunken Sex hatte. Aber meistens erinnerst du dich nicht mehr dran.
Tatsächlich ist es so, wenn das mit einer Person stattfindet, die man kennt und mit der man sich versteht, dann finde ich das vollkommen in Ordnung, weil man ja sich gegenseitig kennt. Andererseits denke ich, es ist halt auch so gefährlich, weil man weiß nicht genau, was stattfindet. Wenn man vielleicht zu betrunken ist, dann ist es so, haben beide aufgepasst, dass wirklich sich geschützt wurde, dass Kondome verwendet wurden. Tut es dem anderen weh? Wie kann man sich am besten darauf einlassen? Das ist halt super, super schwierig. Deswegen gerade für die ersten Male und auch das Kennenlernen würde ich auf jeden Fall empfehlen, dabei nüchtern, bei klarem Verstand zu sein, nicht übermüdet zu sein, geduscht zu sein. Oh ja. Und sich versuchen, so darauf einzulassen. Thema Alkohol, gerade nach einer Party, wenn du die ganze Nacht durchgetanzt hast und dann hast du dein Date oder dein Kerl mit nach Hause genommen, dann kann man gemeinsam vielleicht duschen gehen. Denn für beide wäre es besser, für alle ist es angenehmer. Und es gibt so viele schönere Wege, Sex zu starten oder intim zu werden, als einfach zu sagen, hi, ich bin's. Ich hätte jetzt Lust, lass mal anfangen. Hab die letzten 3 Stunden getanzt, hab wahrscheinlich, meine Freundin hat über meine Schuhe gekotzt. Also man muss immer ein bisschen Stimmung schaffen. Bisschen Schwund ist immer, aber... Ja. Zum Thema Stimmung, Geschmack ist ja auch ein großes Ding. Erstens, zweiteilige Frage, Kondome mit Geschmack oder irgendwas anderes mit Geschmack? Wie es gefällt. Ananassaft. Ja, wie es gefällt. Also ich glaube, gerade Kondome kann man benutzen, wie man darauf Lust hat. Also alles, was gefällt, kann benutzt werden. Es sollte nur die richtige Größe sein und ansonsten do it. Genoppt, ungenoppt, mit Geschmack, ohne Geschmack. Allergien testen vorher. Genau. Also jetzt nicht auf den Geschmack, sondern auf Latex oder richtig. Sowas. Ja, es gibt aber auch latexfreie Kondome. Genau. Also von daher da erstmal herausfinden, was zu einem passt oder nicht. Und dann gibt es ja noch Geschmack. Den anderen Geschmack, ja. Ja, dass man mit Obst und Gemüse das Sperma geschmacklich verändern kann. Ja, ich mag Ananas als Frucht jetzt nicht so. Ich glaube nicht, dass mein Leben dadurch viel schlechter ist. Es gibt tatsächlich viele Faktoren, die das, glaube ich, beeinflussen. Also generell Ernährung. Ja. Wenn du zum Beispiel viel Knoblauch isst, ja, dann kann das Auswirkungen haben, deine körperliche Gesundheit, Fitness, auch das. Spielt alles auf den Geschmack aus. Aber das Ding ist, ich würde halt eher empfehlen, probier es aus und wenn es dir gefällt, dann tu es und wenn nicht, dann nicht. Aber auch daher ist der Punkt gekommen, wenn man im Mund kommt oder vom anderen im Mund gekommen wird, sollte man sich vorher darüber im Klaren sein und Bescheid sagen, dass das jetzt stattfindet, weil auch das ist ein Infektionsrisiko, was halt gegeben ist. Man kann sich halt trotzdem mit HIV infizieren, wenn man das zu sich nimmt, Sperma schluckt. Da würde ich auf jeden Fall vorher mit dem Partner darüber gesprochen haben, dass es nicht einfach gemacht wird. Ja, nicht nur HIV. Erstens, ja, guter Punkt, dass beide das wollen und nicht, huch, da komme ich jetzt. Ja. Es ist immer gut, darüber vorher zu reden. Man weiß, wann es kommt, dann kann man Bescheid sagen. Genau, und das kann schnell mal ins Auge gehen. Ist ein eigenes Thema, gibt ganz böse Bindehautentzündungen, müssen wir nicht drüber reden. Passt da ein bisschen auf, redet vorher drüber. Ja. Aber ganz wichtig beim Kommen im Mund. Andere Geschlechtskrankheiten übertragen sich da ganz, ganz schnell, weil du halt doch mal irgendwie im Zahnfleisch einen kleinen Schnitt hast oder so. Das kriegst du gar nicht mit. Beim Zähneputzen, alleine wenn du Zahnseide benutzt und dann kommt so ein bisschen Blut, da hast du eine offene Wunde und da sind Keime super gerne und super schnell drin. Ja. Darum, es ist nicht immer nur, dass Sexkrankheiten durch Analverkehr kommen. Ja. Und Geschlechtskrankheiten befinden sich nicht nur in dem Bereich, sondern Geschlechtskrankheiten kann man auch sehr gut in diesem Bereich bekommen. Deswegen sollte man auf jeden Fall aufpassen. Und deswegen zum Beispiel Blowjobs, also Oralverkehr mit Kondom, machen so wenig Leute. Aber das ist so wahnsinnig wichtig. Vor allem gerade bei Leuten, die man nicht kennt. Ja, wenn du jemanden nicht kennst, dann vertrau ihm auch nicht, wenn er sagt, ich bin gesund. Das weiß diese Person ja auch gar nicht. Weil wenn die Person zu dir sagt, ach übrigens, ich hab nichts, ich bin gesund, lass es uns machen. Und er will es von dir selbst gar nicht erfahren. Du bist nicht gesund, steckst ihn an. Diese Person geht dann zur nächsten und sagt, kannst ruhig machen, ich bin gesund. Weil die Person es nicht weiß, dass sie es zum Beispiel bekommen hat. Und deswegen super viele Leute kennen ihren Status nicht. Und es gibt ganz viele Geschlechtskrankheiten, die länger erstmal in deinem Körper brodeln, bis sie hervortreten. Und da kannst du, wenn du dann, sagen wir mal, doch sexpositiv in deinem Leben bist, 10, 20 Leute angesteckt haben, bevor du irgendwas merkst. Und dann, das ist nochmal ein eigenes Thema, dass man dann nett ist und die Leute anruft. Das stimmt. Das sind keine angenehmen Gespräche. Wenn man die Leute noch an, wenn man die Leute, genau, wenn du 20 Nummern hast, dann ist es natürlich super schwierig, den alle anzurufen. Aber das Ding ist, man sollte auf jeden Fall drüber reden und vor allem gerade zum Beispiel Chlamydien. Das ist etwas, bei Männern kann es bis zu 10 Jahre im Körper bleiben, ohne dass der Mann weiß, dass er Chlamydien hat. Aber bei Frauen oder bei einem aktiven Mann ist es eher so, dass Chlamydien sich zeigen. Durch Brennen, durch Jucken, durch irgendwelche Probleme. Und deswegen sollte man auf jeden Fall alles regelmäßig testen lassen. Und das macht auch gerne der Hausarzt oder er vermittelt dich auf jeden Fall eine Person, wo das geht. Beim Urologen geht das immer. Und da du als queerer Mensch Teil der sogenannten Risikogruppe bist, übernimmt das die Krankenkasse, soweit ich weiß. Echt? Ja, also jedenfalls zum Beispiel in Hamburg gibt es das Institut Hein und Fiete. Die übernehmen das, weil du Teil der Risikogruppe bist. Ja. Es gibt Impfungen über Hepatitis A und B, die du dir bei Risikoärzten oder deinem Hausarzt geben lassen kannst. Und als Teil der Community
gelten wir als Risikogruppe und kriegen das per Krankenkasse. Das ist alles nochmal in der Infobox unten verlinkt. Ich wollte gerade sagen, das würde den Rahmen sprengen. Thema Beziehungsmodelle und Sex. Muss ich in einer Beziehung sein für Sex? Wie ist es mit offenen Beziehungen? Swinger-Beziehung? Polyamorös? Ich könnte noch ein paar mehr Fragen stellen. Sagen wir einfach Beziehung und Sex. Okay, nicht in jede Beziehung gehört Sex. Es gibt super viele Leute, die asexuell sind und eine Beziehung haben, weil sie nicht aromantisch sind, sondern dass sie wirklich tatsächlich eine Beziehung führen, aber ohne Sex. Oder nur ein Partner ist asexuell und der andere nicht. Und dann findet man eine Regel, wie man das am besten hinbekommt, dass die Person doch auf die Kosten kommt. Entweder macht die asexuelle Person dann mit, so als Nettigkeit, weil es okay ist, oder man sagt halt, hey, such dir den Sex woanders. Wie gesagt, auch da immer wieder mit dem Partner, der Partnerin reden, was gefällt, was ist in Ordnung, was ist nicht in Ordnung. Und so sage ich das zu jedem Beziehungsmodell. Zum Thema Beziehungen selbst habe ich schon mal ein Video aufgenommen, auch das verlinke ich nochmal oder ist unten in der Infobox. Da geht es ausschließlich um offene Beziehungen, Dreiecksbeziehungen und all sowas. Da ist das Thema Sex aber ein bisschen zu kurz gekommen. Aber dafür habe ich das jetzt hier ja angesprochen. Das mag vielleicht ein Klischee sein, aber haben schwule junge Männer früher Sex als hetero-junge Männer? Tatsächlich ist es so, dass die Homosexuellen irgendwie schneller an Sex kommen, weil das Thema schneller irgendwie auf dem Tisch ist. Darüber wird irgendwie offenherziger geredet. Mhm. In jeder Dating-Plattform wird recht früh darüber geredet. In einigen kann man sogar seine Penisgröße angeben. Deswegen, da ist es alles ein bisschen übersexualisierter. Trotzdem, lasst euch nicht dazu drängen, nur weil ihr mit 20, 21, 22 noch immer keinen Sex hattet. Hey, ihr habt euer ganzes Leben lang Zeit herauszufinden, was zu euch passt und was nicht passt. Und nur weil jemand anders schon mit 17, 16, 15 Sex hatte, müsst ihr das nicht auch machen. Es muss immer zur Person selbst passen. Deswegen, ich war zum Beispiel auch, wenn man das so sagt, spät dran als Homosexueller. Weil Alter spät, sondern in der 12-10er. In der 12-10. Nein, und vor allem lieber mit 22 oder 21 richtig guten Sex, als davor 3 Jahre miesen Sex gehabt zu haben. Ja. Weil das kann ja auch vieles kaputt machen. Total. Und vor allem, wenn du früh genug an falsche Leute gerätst, die dir nicht sagen, dass sie HIV-positiv sind, die nicht sagen, dass sie irgendwelche anderen ansteckenden Krankheiten haben und du als 15-Jähriger dein Leben lang dann darunter leidest. Ja. Deswegen. Wegen einer dummen Entscheidung. Wegen einer dummen Entscheidung. Aber ich glaube, es gibt einen guten Punkt, warum wir Schwulen viel früher schon uns mit dem Thema Sex beschäftigen. Im Gegensatz zu einem Hetero müssen wir uns irgendwann, wahrscheinlich so in der Pubertät, mit uns selber auseinandersetzen, viel mehr drüber nachdenken, worauf stehe ich eigentlich? Vielleicht guckst du ein Porno und denkst plötzlich, der Kerl sieht eigentlich ganz gut aus. Du hast bei mir angefangen. Ich habe über Pornos entdeckt, ich hoffe, Mama guckt nicht zu, aber ich habe über Pornos entdeckt, dass ich vielleicht den Mann doch auch spannend finde. Und da denkst du dann viel mehr über dich selber nach. Ein Hetero-Junge, der sich auch nie zu Hause outen muss, der denkt gar nicht so selber seine Sexualität nach und wird mit dem Thema gar nicht so früh konfrontiert. Der weiß, dass er auf Frauen steht und dann ist gut. Genau, und dann ist das Thema durch, bis er irgendwann die erste Freundin hat und so weiter. Und ich glaube, darum sind wir schwulen Männer, wenn es auch ein bisschen klischeelastig ist, viel früher in dem Thema schon drin. Was gut sein kann, was aber auch nicht gut sein muss. Je nachdem, an was für Leute man gerät natürlich. Wenn man aber früh genug auf den ersten Schwultag stößt, dann ist man natürlich vielleicht aufgeklärt genug, um mit dem Thema besser umgehen zu können. Charmante Eigenwerbung. Oder? Aha. Ich habe eine schöne Frage, wo du einen Tipp geben kannst. Was hättest du jetzt als erfahrener, erwachsener, sexpositiver Tommy, was würdest du gern dem jungen Tommy mitgeben vor seinem ersten Mal? Was ist so der Tipp, ein Fehler, den du nicht machen möchtest? Also die Frage ist wirklich konkret und gut gestellt. Okay, mach dich nicht verrückt. Ganz ehrlich, ich habe mich so verrückt gemacht, weil um mich herum die Leute schon Sex hatten und weil ich meinen allerersten Freund hatte und oh mein Gott, wie funktioniert das? Oh mein Gott, ich bin aufgeregt und es gab noch nicht YouTube-Videos zu diesem Thema oder ich war nicht so internetaffin, wo man nachgucken konnte. Wenn man sich nicht verrückt macht und sich wirklich darauf einlässt und es auf sich zukommen lässt, dann ist es, glaube ich, super einfach, irgendwie ins Sexleben einzusteigen. Und es ist auch vollkommen in Ordnung, für sich selbst herauszufinden, dass man gar keinen Sex toll findet oder dass man nicht auf Analsex steht. Das ist auch vollkommen in Ordnung. Man hat halt andere Möglichkeiten, zum Höhepunkt zu gelangen. Und wenn man das mit einem Partner oder Partnerin teilen kann, dann umso besser, wie cool. Und wenn man sich für sich selbst herausfindet, dass man es nur alleine mag, dann ist es auch vollkommen in Ordnung. Deswegen, man sollte sich nicht verrückt machen. Und ich glaube, das ist der beste Tipp, den ich irgendwie geben kann. Wenn ihr selbst noch Fragen habt, schreibt die unbedingt hier unten in die Kommentare. Da versuche ich darauf einzugehen. Und vielleicht können wir uns auch untereinander gegenseitig ein klitzekleines bisschen helfen. So wie wir uns helfen. So wie wir uns helfen. Danke dir, dass ich da ein bisschen mehr Einblick in die Bottom-Welt bekommen habe. Jetzt weiß ich endlich, was du 20 Minuten lang im Bad immer machst. Also, hypothetisch. Hypothetisch. Deswegen würde ich sagen, abonniert gerne den Kanal und schaut euch noch gerne die anderen ersten Schwultag-Videos an. Und dann sehen wir uns nächste Woche Sonntag um 10 wieder. Ja. Macht's gut.
Und ich lese mich jetzt durch die Kommentare. Oh ja, da hast du ein bisschen mehr zu lesen. Das eine wird sehr grafisch und da kommen auch Bilder. Das sind schöne Bilder.